started off with nothing, now I'm big. Yeah, they try to stop me, find a way. Didn't have a lie, now we're drinking champagne. Vision 2020, been a party all day. After everything we've been through, you know that we deserve to have a good time. Baby, you're a dime, I'll be watching you whine. On the dance floor, yeah, your body like wine. Getting better over time, your body like wine. Got me tipsy, baby, all about love at the 60s, baby. Getting lost in the moment, going, this is crazy. Good girl, but with me, you've been misbehaving. Stacks in your bag, all them things you crave them. You can get and go ahead, help you unwind, get rid of that stress. I'm out of my mind, and you know what comes next. Here's to success. Life's like a movie, lights, camera, action. Put your mind to it, live the life that you imagine. Life's like a movie, lights, camera, action. Life's like a movie, lights, camera, action. Put your mind to it, live the life that you imagine. Life's like a movie, lights, camera, action. It's gonna be fine, you just put that one leg in front of the other and keep moving, you will get what you need. We don't let them bring us down. About to make history, run this town. What we need's passion, living by the code, cause you know the streets watching. I've been with a freak, loving when you speak Spanish. Money, that my language. DJ, turn it up, it's the new classic. Life's like a movie, lights, camera, action. Put your mind to it, live the life that you imagine. Life's like a movie, lights, camera, action. Life's like a movie, lights, camera, action. Put your mind to it, live the life that you imagine. Life's like a movie, lights, camera, action. Willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder Sonntag, 11 Uhr anscheinend, wenn ihr euch das anschaut. Falls sich das irgendwer anschaut. Wir haben heute einen Evo-lastigen Tag. Wir wollen euch heute mal zeigen, die Evos, was so quasi aus unserer Fraktion jetzt einmal gekommen sind oder wo wir schon Hand anlegen haben dürfen. Es sind nicht alle Evos, aber das sind jetzt gerade die, die zufällig da gestanden sind, mehr oder weniger. Und ja, ich würde fangen, wir fangen einfach trocken an. So, wir kommen zum ersten Evo, und zwar, weil es der älteste und der normalste Evo eigentlich ist. Und zwar ist das mein Evo 5. Den kennen eh die meisten Leute wahrscheinlich schon, von vielleicht den anderen Videos. Ja, ist eigentlich einer der normalsten Evos, die es so bei uns gibt, glaube ich. Also es ist nicht wirklich viel gemacht. Es ist KW V3 jetzt drinnen, ein Krümmer, Steuergerät, dann, ja, das war es eigentlich schon. Das ist eigentlich ein normales Auto. Falls ihr Infos oder was wollt zum Auto, gibt es ja schon einige Videos. Die wird euch der Thomas vielleicht in der Beschreibung verlinken. Nein, machen wir uns eine Infokarte. Eine Infokarte, okay, wir machen eine Infokarte. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber vielleicht kommt die per Post oder weiß ich nicht. DHL, keine Ahnung. Ja. Wie es weitergeht mit dem Auto, habe ich jetzt fixiert für mich persönlich. Das Auto wird über den Winter jetzt komplett zerlegt und auf links umgebaut. Da werden wir euch mitnehmen. Und zwar aus dem einen Grund, ich habe keine Ahnung, wie viel Aufwand es ist, was für Kosten entstehen, was man echt alles beachten muss, was man tauschen muss, weil von uns hat eigentlich noch keiner einen Linksumbau gemacht. Deswegen werden wir das für euch und für mich bei dem Auto machen, plus eben beschreiben, vielleicht eine Kostenaufstellung, was welche Teile gekostet haben, wo man was herbekommen hat, wie viel Aufwand es in Stunden dann war. Wir werden versuchen, wirklich die Stunden zu mitrechnen, was da reingehen, und ja, dass man mal so ein bisschen ein Gefühl kriegt, was das eigentlich für Action ist, ein Auto von rechts auf links zum Umbauen. Ja. Plus dann vielleicht auch die Wege zwecks Typisieren oder im Zulassungsschein umtragen oder keine Ahnung, wie man das macht. Das werden wir noch sehen. Ja. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gemacht. Vielleicht kann er uns da vielleicht sogar Tipps geben. Muss man sich wieder umtragen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das hätte ich noch gar nicht gedacht. Ja. Aber es steht Rechtslenker im Zulassungsschein. Ne? Also wird es wahrscheinlich... Ja. Schauen wir mal. Das wird. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gemacht, dass er Auto von rechts auf links umgebaut hat. Oder von links auf rechts, weiß ich ja nicht. Und vielleicht kann er uns da helfen und vielleicht ein paar Infos geben. Ja, das zu dem Auto, Evo 5, 390 PS, 500 Newtonmeter knapp, oder 470 waren es, irgend sowas. Wie viel PS hat der Original? 280. Eh alle, ne? Alle, alle. Newtonmeter, was haben sie da Original? Das weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube 320. Okay. Warte mal kurz, wir machen jetzt eine kurze Zeitschleife, ich google es. Du musst nicht abdrücken. Nein. Du musst es dann rausschneiden. Nein. Echt nicht? Nein.
Vielleicht mache ich es noch ganz schneller. Na, es ist ja sogar Wahnsinn. Das hat 373 Newtonmeter. Original. Also original. 280 PS und 373 Newtonmeter. Ja. Das jetzt eben, wie gesagt, zu meinem Auto. Das wird das Ganze gewesen sein dann eigentlich. Wir machen Linksumbau, weil Steuergerät und ist ja alles drinnen schon. Und ich bin mit dem Auto sehr glücklich. Die Basis ist sehr gut. Und von dem her möchte ich das Auto behalten. Es ist auch das einzige Auto, was ich gerade sehe, da mit Schiebedach. Was ich für die Straße ganz cool finde eigentlich. Und ja, deswegen möchte ich das Auto behalten, auf jeden Fall. Ja, das heißt, ab Dezember wahrscheinlich wird es dann zu dem Auto eine, Ende Dezember werden die ersten Videos vielleicht rauskommen von dem Auto dann. Da werden wir anfangen. Nee, ich bin gespannt. Ja, oh ja. So der Plan. Ja. Doch, doch. Ja, ja, ja. So, also, wir gehen weiter zum nächsten Auto. Evo 5, RS, links gelenkt. Auto kennt ihr wahrscheinlich auch, ist vom Schäfchen das Auto. Das Auto war gerade da für einen Service, Fensterheber ist nicht gegangen, eine Kraftstoffleitung, eine originale unten am Unterboden ist geronnen, Ventildeckeldichtung, also ein paar Lampen und Kleinigkeiten, das war nichts Atemberaubendes. Quasi nur durchschauen, servicieren und so. Ist jetzt da, ist auch schon wieder fertig. Ja, zu dem Auto, eigentlich was sehr Besonderes, ist ein originaler Evo 5 links gelenkt, RS noch dazu. Finde ich extrem cool. Der Otto bewegt das Auto wirklich. Also ich habe mir den Datalog angeschaut und es waren ungefähr 13 Stunden im ALS-Modus. Also das Auto hat echt einiges schon miterlebt. Ja, so zum Ganzen und Großen. Fahrwerk ist noch original. Auch nur Krümmer umbaut, Lader umbaut auf Evo 9 Lader. Benzinsystem ein bisschen. Ja, Auspuffanlage, Fly-Off. Käfig, zwei Pole-Position-Sitze sind drinnen, ein geschüsseltes Lenkrad, mehr ist jetzt beim Evo auch nicht geworden. Hat auch 390 PS, aber mehr Drehmoment, weil mein Lader, der da drinnen ist, ist kein 9er Lader, sondern ein, wir wissen es eigentlich bis jetzt nicht, das dürfte irgendwas Überarbeitetes oder keine Ahnung, was das ist, oder vielleicht ist sogar ein 5er RS-Lader, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Weil der originale Lader geht bei 360, 350 Pferd, gehen mir eigentlich die Luft aus, aber richtig aus. Und nachdem der 390 Pferd geschafft hat, muss das definitiv was anderes sein. Nur das Problem ist, der spult nicht so leiwand, wie zum Beispiel bei ihm, der 9er Lader. Der spult so extrem geil, dadurch kommt so extremes Drehmoment zusammen. Deswegen bei ihm haben wir das Drehmoment ein bisschen begrenzen müssen, bei mir ist voll aufdreht. Und ich glaube, ich habe damals zusammengebracht 470 oder 480, 490 Newtonmeter, ich weiß es nicht mehr. Und bei ihm haben wir 550. Also es sind schon nochmal 50, 60 Newtonmeter um. Das ist schon nicht so wenig. Aber ja, wie gesagt, reicht mir für die Straße auf jeden Fall dabei. Ja, Otto sein Evo funktioniert schon echt lang, sehr gut. Er war in Schweden, ist bei uns auf der Nordschleife gefahren, also in Deutschland. Otto hat schon einiges miterlebt. Ja, ich finde es halt ein bisschen schade, dass er mit dem Auto hauptsächlich im Winter fährt, weil das Auto einfach zu schade eigentlich mehr oder weniger ist, dass im Winter zusammengefickt wird, auf Deutsch gesagt. Ja, aber ja, sehr cooles Auto, sehr selten, kostet auch schon echt eine Menge Geld. Style, also die Beklebung, finde ich mega, muss ich ehrlich sagen, taugt mir extrem. Auch die Lichtergalerie da, taugt mir extrem. Natürlich für die Exekutive ein Traum. Gefundenes Fressen in Österreich, es ist ja kaum zum Aushalten bei uns, also die haben eine Freude mit dem, das ist ja Wahnsinn. Ja, das zu dem. Cooles Auto, braucht vielleicht optisch jetzt bald schon ein bisschen Liebe, aber ja, für ein Auto ist das eigentlich ein Sportgerät wie für einen anderen ein Snowboard. Ja, ist halt so. Cooles Auto, mir taugt es extrem. So, nächstes Auto, jetzt Evo 6. Da haben wir einen Evo 6. Vom Herrn Markus Ludwig, echt ein cooler Typ, hat ungefähr jetzt, also Motor ist noch Serie auch, Motor hat ungefähr 500 PS und 550 Newtonmeter, er verwendet das Auto zum Nassdriften und eben zum Harzen ein bisschen, Auto haltet schon auch schon sehr lang, bei dem Auto ist eigentlich mehr oder weniger alles Serie, bis auf die 9er BBS Felgen sind drauf, Bilsteinfahrwerk ist drinnen und ja, das sind zum Beispiel in Nico seine alten Felgen.
die hat Markus dem Nico käuflich aberworben. Ja, eine Fly-Off hat er drinnen auch und sonst auch ein Grümmer vom René ist da verbaut. Ein GT-Bumps-Lader ist da drinnen, was für einer genau weiß ich gar nicht. Und ja, wie gesagt, cooles Auto. Wir werden jetzt da vielleicht gleich auf die Details eingehen und zwar Unterschiede von 5 auf 6. Bei dem muss man sagen, das war zum Beispiel ein Rechtsgelenkter, der aber auf links umgebaut wurde. Aber das Ganze nicht schlecht. Das Problem ist nur, da wurde keine originale Lenkung eingebaut, sondern eine normale Lenzerlenkung, die leider zu lang ist für einen Evo. Also vom Lenkverhältnis jetzt her, das eigentlich das Feeling von einem Evo nimmt. Deswegen ist da jetzt zum Beispiel eine polnische Lenkung reinkommen, die ist quasi die RS, also die Linkslenker-Evo-Lenkung nachbauen zu einem günstigeren Preis, weil eine Linkslenker-Evo 5-6 Lenkung kann man einfach nicht mehr zahlen, die kosten gebraucht 3-4.000 Euro, das ist ein Wahnsinn einfach. Und die Lenkung, die kostet ungefähr 1.000 Euro. Und wir haben es jetzt bei dem Auto, ist sie drin und das erste Mal ausprobiert und man muss sagen, es ist wirklich gleich. Es funktioniert perfekt, es ist gleich, also und kostet ein Drittel. Also echt Hut ab, die Polen sind da echt fit. Ja, wo erkennt man es, dass das Auto zum Beispiel umgebaut worden ist? Ja, da haben wir gar nicht. Schau, wenn du drüben reinfilmst, film von drüben rein. Und zwar. Na, das war gar nicht der Evo. Das war ein anderer Evo. Bei dem Evo haben sie sich sogar Mühe gegeben, weil da sind zum Beispiel die Griffe und die meisten vergessen den Dachhimmel zum Umbauen. Das heißt, dann hat man auf der Fahrerseite auch einen Griff. Aber da haben sie es gemacht. Also das war nicht der Evo. Also der Evo ist eigentlich wirklich sauber umgebaut worden, von rechts auf links. Echt cool. Und ja, Unterschiede 5-6 im Innenraum ist eigentlich nichts Großartiges, es ist eigentlich zu 90% gleich, außer der Tacho. Der 6 hat zum Beispiel einen anderen Tacho, da haben wir einen blauen Tacho verbaut. Ja, so halbwegs sieht man es ja. Genau, da haben wir einen blauen Tacho verbaut, plus die Sitze sind anders. Das sind nämlich die 6er Sitze, die gibt es in Rot und in Blau, das sind jetzt die blauen, die eben außen blau oder rot sind und ja, anders, halt anders. Da am Sitz erkennt man es, dass ein Rechtslenker wohl war, weil der Sitz relativ abgewetzt ist und bei einem Evo ist eigentlich der Beifahrersitz nie abgewetzt. Und der Fahrersitz ist da eigentlich noch sehr schön, der schaut aus wie neu. Das heißt, da erkennt man eigentlich ganz gut, dass er mal ein Rechtslenker war. Aber ja, das ist ein. Und das ist der einzige Unterschied im Innenraum von 5 zu 6. Außen gibt es noch weitere Unterschiede und zwar Evo 6 hat einen anderen Flügel wie Evo 5. Der Evo 6 hat einen doppelten, also quasi so einen aufgestellten, wo das Brett oben verstellbar ist. Beim 5er Evo haben wir das Ganze nicht. Da ist quasi der Heckflügel auf der Heckklappe komplett oben plus das verstellbare Alubrett dann oben. Und wie gesagt, beim 5er haben wir Alubrett und beim 6er auch. Ja, optisch von vorne, da geht es weiter. Unschwer zu erkennen. Beim Evo 6 ist optisch der Unterschied quasi, da sind die Nebler nach außen gewandert und die Lufteinlässe nach innen. Ja, und beim 5er ist es eben umgekehrt, da sind innen die Dings und ja. Ist halt alles eine Geschmackssache, es hat jetzt keine Vor- oder Nachteile. Einem gefällt das besser, einem gefällt das besser. Das ist Geschmack, deswegen zum Glück sind die Geschmäcker verschieden. Ich finde jedoch sehr cooles Auto, auch schon sehr teuer mittlerweile leider. Das ist einfach alles was mit Evos zu tun hat, ist absolute Katastrophe schon. Ja, gehen wir weiter, jetzt geht's moderner. So, dann haben wir da jetzt einen Evo 9 und zwar, das war mal ein deutsches Auto von Edwin, ein sehr guter Freund von mir, einer meiner besten Freunde. Das Auto ist zu 99% original noch. Das einzige, was jetzt zurzeit verbaut ist, ist ein Bilstein Gewindefahrwerk, also Bilstein B16 glaube ich ist da drinnen verbaut, plus
ein Mishimoto Ladeluftkühler ist verbaut, plus Auspuffanlage ist drauf schon, weil er hat eine originale Auspuffanlage drauf gehabt. Wir haben ihm schon eine 3,5 Zoll Auspuffanlage gemacht. Na, 3 Zoll, eine 3,5 Zoll Downpipe ist drauf, weil der Edwin hat vom Nico die Titan Downpipe gekauft, die thermoisolierte. Und nachher sind wir dann mit 3 Zoll weitergegangen bis nach hinten und haben eine neue Auspuffanlage gebaut. Ja, das zu dem Thema. Das heißt, da ist genau Auspuffanlage und Fahrwerk drinnen. Sonst ist das Auto komplett Serie. Wirklich komplett Serie. Fahrt, ja, meines Erachtens echt gut. Nur rausreißen tut das jetzt nichts von der Leistung. Aber ja, es ist halt Serie. Man muss echt sagen, so ein Evo Original, das ist echt eine Niederlage. Wirklich. Das sind so coole Autos, optisch, vom Fahrwerk, original sogar, das ist echt cool. Aber es ist einfach, die ganzen Leistungen sind einfach schon so gestiegen und die Performance von den Autos, dass ein originaler Evo dann immer wirklich mithalten kann. Ja. Es geht nicht schlecht, versteht mich nicht falsch, aber es könnte besser gehen, sagen wir es so. Ja, das Auto ist jetzt zurzeit da, weil das wird jetzt, nächste Woche fangen wir an, den auf M-Tron zum Umbauen auch. Und das heißt Steuergerät, Benzinpumpe, eben ein paar Sensoren abstimmen, ja, etc. Deswegen, das wird auch so 420, 430 PS hoffentlich machen. Kommt darauf an, was der Lader noch kann. Aber normalerweise so 400, 420 geht sich eigentlich fast immer aus mit einem Evo. Ja. Das zu dem Auto. Ja, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Dann nächstes Auto. Und zwar vom Dominik Swoboda, ein sehr guter Freund auch von mir. Der hat sich jetzt dieses Prachtstück gegönnt. Das ist ein Evo 9, links gelenkt, aus Griechenland. Wurde gekauft beim Petrol Positiv. Muss man sagen dazu, dass es echt ein schönes Auto ist. Wirklich ein schönes Auto. Also der Zustand ist wirklich ein Traum. Also das ist Note 2. Und ja, das Einzige, was ein bisschen schade ist, dem Vorbesitzer bei dem Auto ist in Wien jetzt da beim Parken noch wer reingefahren. Das ist leider wirklich schade. Der Dominik hat jetzt eine neue Stoßstange noch gekauft. Komplett original Mitsubishi, also das Schwert plus die Stoßstange. Das wird jetzt gerade lackiert, das ist gerade beim Lackieren. Und dann ist das auch wieder hübsch. Zu dem Auto echt geiles Upgrade. Es wurde bereits ein RS-Diff verbaut hinten, plus ein Öhlins Road & Track Fahrwerk. Also das Fahrwerk ist ganz neu und ein komplett Out-of-Box RS-Diff ist drinnen. Das für meines Erachtens echt die geilsten Performance-Updates sind für ein Evo. So quasi, was man vom Feeling her hat, von der Performance und dem Ganzen. Ist auch da für einen M-Tron-Umbau, logischerweise. Und ja, das Auto hat eine Basis, das ist ein Traum. Wirklich, also von unten. Vielleicht werden wir da noch ein Foto reinschneiden oder irgendwas, was vielleicht jetzt kommt, ja, dass der Thomas auch wieder was zum Tun hat. Warum machst du das Foto? Ja, das habe ich vielleicht sogar schon gemacht. Muss ich schauen. Na, das Auto schaut von unten aus, wirklich. Das Auto wird im Winter sogar einmal Trockeneis gestrahlt unten noch, weil das wirklich so schön ist, dass das alles sauber ist. Das ist echt ein perfektes Auto. Wirklich ein perfektes Auto. Ja, das zu dem Auto. Dann nächstes Auto, auch Evo 9. Evo 9, Mega Hyper Ultra Evo. Ja. Welcher wird das wohl sein? Welcher wird das wohl sein? Die gelbe Legende. Ja, Nikos Evo. Und zwar, warum ist das Auto jetzt wieder da? Wie ihr mitbekommen habt, haben wir da jetzt in einer Nacht- und Nebel-Aktion mehr oder weniger einen Motor neu gemacht, für das, dass der Nico einmal am Slowakia-Ring jetzt gefahren ist. Das Auto ist nach dem Slowakia-Ring bei uns geblieben. Wie man vielleicht unschwer erkennen kann und wenn man reinfilmt, im Heckbereich fehlt eigentlich schon alles, weil der Käfig und die Carbon-Inlays schon ausgebaut wurden. Der Käfig ist verkauft worden. Ja, das jetzt zu dem Grund, warum das Auto da steht. Das Auto wird komplett zerlegt auf Rohkarosserie wieder, also wirklich komplett. Motorgetriebe raus, alle Bremsleitungen raus, Armaturenbrett raus, Dachhimmel raus, Tank raus, alle Leitungen raus. Also es bleibt genau der Achsträger und die Rahlen drauf. Sonst wird das Auto komplett zerlegt, also wirklich mit Windschutzscheibe rausschneiden, Sitze raus, also alles raus, ja. Weil das Auto bekommt einen kompletten Käfig, eine komplette Zelle bis auf die Dom und auf die Achsen und eine Lufthebeanlage, also echt geiles Upgrade, weil auf einer Seite habe ich mich dagegen ein bisschen gewehrt, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe jetzt echt schon genug Zeit auf dem Auto verbracht und es ist eigentlich meiner Meinung nach sehr perfekt gebaut.
Und das Auto jetzt wieder zerlegen, ist einfach ein Wahnsinn. Also es ist ein Aufwand, der ist enorm. Nur, ich verstehe Nico, warum er das möchte, weil der Käfig, der drin war, das war ein Clubsportkäfig, der war halt hinten drin, das ist für die Straße lieb und nett, das ist okay. Nur auf der Rennstrecke hat sowas nichts verloren. Und das Problem ist, das Auto ist so verdammt schnell auf der Rennstrecke jetzt schon. Also wir haben da knapp 450 Pferd und 550 oder 560 Newtonmeter. Das ist schon so schnell mittlerweile, das Auto, weil es einfach... Es wird einfach zu gefährlich. Ich verstehe den Nico, warum er so eine Zelle reinhaben möchte. Ich freue mich für ihn, dass man das auch machen kann, dass er das umsetzen kann. Nur mir das ganze Auto jetzt zerlegen, ist einfach ein Wahnsinn. Ja, ich verstehe ihn, er hat seine Berechtigung. Ja, ist halt ein extremer Aufwand, das Ganze. Hätte ihm ja zum Beispiel nicht vor 2 Jahren einfallen können. Ne? Aber ja. Ja, das zu dem Auto. Jetzt vielleicht nochmal zusammenfassend. Alle Autos, die jetzt da stehen, haben zum Beispiel eins gemeinsam. Und das ist, dass alle zum Beispiel auf einem M-Tron-Steuergerät rennen. Die zwei noch nicht. Der ist aber jetzt dran und der kommt dann als nächster schon dran. Weil Zeit ist leider auch ein kleiner Faktor, der ein bisschen beeinflussend ist bei uns. Und ja. Zu den Unterschieden zwischen den einzelnen Gruppen, auf das werden wir jetzt nicht eingehen, weil beim 5er gibt es einen RS, einen GSR, einen MR, bei denen gibt es einen GT, da, auf das werden wir jetzt nicht eingehen. Für die 9er gibt es, 7er gibt es Automatik sogar, also, aber auf das werden wir jetzt nicht eingehen, weil das ist meiner Meinung nach jetzt eine Themenverfehlung, eine Evo 7 Automatik, aber bitte. Und ja, so, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es sind echt ein paar Schmuckstücke dabei, immer ein bisschen alles unterschiedlich und ja. Aber eins noch. Alle 4G63, oder? Alle 4G63, ja. Das sind alles die gleichen Motoren, bis auf bei den 9ern. Da ist der Kopf anders, wegen einem Miwek. Wegen einer Nockenwellenverstellung. Aber sonst alles gleich, ja. Sonst noch Fragen, Beschwerden, Themen, Anregungen? In die Kommentare dann einfach. In die Kommentare, okay. Dann schreibst du mal auf YouTube. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Genießt euren Tag. Und... ja, in diesem Sinne, Bussi Baba.